Sieht aber sehr, sehr schön aus, der Odenwald. 130 Kilometer Natur, Kultur und Bewegung, 4000 Höhenmetern und es gibt den Nibelungensteig. Was trinkt ihr denn da Leckeres? Wir trinken gerade die Weinschorle und zwar die Inselperle Weinpirat. Leicht im Abgang, wie sagt man dazu? Ja, sowas, es oder? Ist schon lieblich im Abgang. Also es ist jetzt ja nicht trocken, würde ich sagen. Sehr angenehm auf jeden Fall. Genau, also wir gehören zum Odenwaldkreis, ja. Zu Großumstadt. Mhm. Das ist eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und da sind wir die Weinhoheiten von Großumstadt und vertreten sozusagen die Stadt, die Winzer, den Wein und ja. Und ihr werdet für ein Jahr gewählt oder macht da so einen Wettbewerb genau. mit? Oder? Ja, also ja. Wir werden von September bis September. Mhm. Wir sind jetzt noch bis dieses Jahr September okay. im Abend. Also auf jeden Fall muss man 18 sein natürlich. Ja. Okay, weil wegen, ne? Was trinken? Richtig, ja. Verstehe. Ja, und eigentlich aus Umstadt müssen wir sein. Also aus Großumstadt, aus der Weininsel. Genau, aus der ja. Region. Perfekt. Richtig, ja. Was muss man gesehen haben? Das Winzerfest in Großumstadt. Ja, Mitte September. Also letztes Jahr war es vom 15. bis zum 18. Mhm. Genau, es geht immer über ein Wochenende. Von Freitag bis Montag. Und da sind alle Winzer aus der Region sind da anwesend und genau, stellen aus. Ja. Und da kann man auch mal eine Runde was verkosten. Ja, und wir haben auch, also auch Attraktionen. Also es gibt Fahrgeschäfte auch für Kinder. Mhm. Und wir haben, also alles ist da. Okay. Handballverein ist noch Essen. Das ist wirklich der ganze Marktplatz bei uns. Voller Stände und cool. macht einfach Spaß. Ja, ja das nehme ich. Ja, das sehr gut. Hier. Wunderbar. Dann Dankeschön euch fürs Interview. Danke, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Danke. Das ist lieb. Chat. Oh ja, dann kann ich auch mitnehmen. Jedes Jahr im September das Winzerfest. Das haben die Mädels uns gerade eben schon erzählt. Genau. Das ist ein Highlight, habe ich gehört. Das ist ein Highlight und wir haben dann einfach jedes Jahr ein anderes Gläschen mit einem anderen Motiv drauf. Das ist hier das Motiv unserer Partnerstadt in Italien, die Coma. Okay. Danke. Dankeschön. Tschüss. Die stellen Premium Camper Textilien mit Style her. Also grundsätzlich machen wir dein Zuhause auf Reisen. Mhm. Das heißt, je nachdem, was für einen Camper du hast, kannst du den nach deinem Style einrichten, sodass du dich überall zu Hause fühlst. Da möchten wir natürlich nicht nur stylische, sondern auch praktische Produkte anbieten. Ja. Die sind da Schlafmatratzen. Yeah. Die kannst du klappen, da kannst du dich schön drauf hinlegen. Wir haben 7 Zonen. Das heißt, dass es unterschiedliche Härtegrade sind, je nachdem, wie du liegst. Mhm. Vom Kopf, Schulterbereich, Hüftbereich. Und dadurch hast du immer eine tolle waagrechte Position, was natürlich den Schlafkomfort deutlich verbessert. Ja. Genau. Und noch eine extreme Langlebigkeit dazu. Das heißt, man kennt es manchmal, so ein paar coolen auf Dauer. Gerade wenn halt so ein bisschen die Witterung mit dazukommt, Kälte, Wärme. Und das hast du bei der Matratze einfach weniger. Okay, das heißt, also hier deutlich ist es weniger. Weicher als Beispiel, dann ist es in der Mitte härter, oder? Und am Kopf dann wieder ein bisschen weicher, tippe ich jetzt mal, oder? Weil genau. Das meiste Gewicht ist ja auf dem Gesäß. Aber erst seit diesem Jahr, oder? Tatsächlich erst seit 5 Tagen. Also brandneu. Wirklich brandneu. Warum also sehe ich denn nicht hier Messeneuheit, Weltneuheit? Da schreiben sie doch alle dran. Passend dazu. Mhm. Also wir haben ja natürlich nicht nur bequeme Matratzen, sondern wir wollen den Style auch immer mit reinbringen. Ja. Das heißt, du kannst dir auf der anderen Seite aus 7 Designs dein Favorite raussuchen, dass es halt einfach zum restlichen Interieur passt. Ja. Das ist unten, das ist unser Polsterstoff, der ist einfach nochmal ein bisschen schmutzabweisender. Mhm. Also gerade wenn du irgendwie die Matratze nochmal lagern möchtest, dann ist die Seite natürlich super, weil du kannst einfach mal mit einem feuchten Tuch drüber wischen, wenn die mal schmutzig geworden ist. Dann kannst du nämlich, wenn du die irgendwie so mal ein bisschen länger genutzt hast, das Ganze auch einfach abziehen. Und waschen. Waschen. Also quasi Neuheit, seit 5 Tagen ist auf dem Markt. Das ist alles für den, sehe ich gerade, Volkswagen T5, 6 und 6.1, oder? Genau, ja. Also mit den Modellen starten wir jetzt erstmal und dann gucken wir einfach mal, wie was sich der das Ganze, Markt für Bedarf hat. Und, ne? Genau, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann habt ihr auch Taschen, die sind aber, habe ich im letzten Jahr schon gesehen, aber die sind wirklich ein Highlight, oder? Also die kann man ja überall dran schmeißen und ich sehe auch, manche haben es auch umhängen, ne? Jawohl, also die haben hier immer, habe ich mal vorbereitet. Ja. Sehr schön. Wir haben hier auch immer so Metallösen, das heißt, einfach den Tragegurt dran machen, der auch immer mitgeliefert wird. Und dann könnt ihr den nämlich mal super als Alltagstasche nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr beim Campingplatz seid und dann irgendwie was stellen in die Stadt möchtet, ihr habt keine andere Tasche dabei, dann nehmt ihr einfach die, tut das Magnetpad raus, nicht, dass ihr überall hängen bleibt. Ja. Und ja, dann könnt ihr eure ganzen Sachen da gut verstauen. Auch quasi so einen Tag vor der Messe rausgekommen. Könnt ihr genau wie die Thermomatten auch mit einem Klick oder vielleicht zwei hier befestigen. Ja. Das ist alles magnetisch und auch kombinierbar. Das heißt, gerade wenn ihr sagt, ihr hättet im Sommer einfach gerne ein bisschen Durchzug, soll keine Mücken reinkommen, macht ihr das Moskitonetz hier hin.
Wenn ihr es noch ein bisschen dunkler haben möchtet, könnt ihr hier die Thermomatte noch oben drauf fixieren. Ja. Das geht nämlich durch. Mhm. Und dann lasst ihr es einfach ein bisschen offen. Also Project Camper macht quasi die Basis, sowohl von den Thermomatten als auch von den Moskitonetzen. Ja. Und wir machen das halt natürlich passend dann zu unserem Look. Ja, ihr macht dann euer Design quasi drauf. Mhm. Genau, ja. Sehr cool. Man kann auch immer hier auf unserer Webseite schön an der Seite filtern. Ja. Das heißt, hier kann man nämlich mal so eine kleine Übersicht sehen. Die letzte Frage noch, die ich habe, ihr macht ja auch Sitzbezüge und alles. Ja. Gibt es da auch wieder spezielle Automarken, die ihr nur habt, oder gibt es das wieder für unseren auch? Für euren haben wir es auch, auf jeden Fall. Es gibt manchmal so Ausnahmefälle wie zum Beispiel einen Jeep. Mhm. Für den machen wir es nicht. Ja. Aber ansonsten machen wir es wirklich für sehr, sehr viele verschiedene Campermodelle. Und da kann man sich dann einfach auf der Webseite das Ganze auch wieder dort, genau, da sind die ganzen Fahrzeugmarken auch aufgegliedert. Ja. Und dann kann man einfach das direkt auswählen und dann sieht man schon, haben wir oder haben wir nicht. Ja. Perfekt, super. Wie lange gibt es euch schon? Circa 5 Jahre jetzt. 5 Jahre? Ja. Sehr schön. Aber auch ein junges Unternehmen, oder? Ich sehe ganz viele junge Herren und Damen. Tatsächlich, ja. Ein junges und ein noch relativ kleines Unternehmen, genau, also wir sind noch am Wachsen. Ja. Die Hälfte tatsächlich vom Team ist jetzt hier auf dem Stand. Ja, ja, okay. Das heißt, daheim steht aktuell ein bisschen was still. So ist das halt, aber wenn Messe ist, ne? So ist das alles halt. Macht aber richtig viel Spaß hier zu sein. Und vor allem jetzt, weil wir im 5. Jahr sind, hört man schon immer mal wieder ein paar Kunden, die einfach schon bestellt haben vor ein paar Jahren und die wiederkommen und sagen, oh, ich hätte gern das noch dazu oder das noch dazu. Genau, ja. Supi, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Restmesse noch. Ja, danke schön. Supi, danke schön. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Also, wir bauen jetzt hier das Roofspace 2 auf und das geht halt, wir setzen uns die ganze Zeit selbst Rekorde und das geht in 20 Sekunden und wir zeigen es mal kurz. Go! Hier sehen wir die Zeit, wir sind bei 4-5 Sekunden. Wir haben halt Gasdruckfedern eingebaut, geht dadurch super easy. Genau, und die Jungs sind am Schaffen und da sind wir auch schon fast fertig. 18 Sekunden! Neuer Highscore! Sehr cool. Ihr seid von wo? Von Roofspace. Sehr, sehr cool. Wir sind ein Dachzelthersteller aus Norddeutschland und haben das Dachzelt bescheiden der Zukunft entwickelt. Wir sind das erste Faltdachzelt auf dem Markt, was nicht mehr die LKW-Plane braucht, sprich mit einer harten Schale. Das gehört auch zu euch oder nur das? Nee, das ist beides das gleiche Dachzelt. Das kann man vielleicht auch nochmal abbilden. Das ist eben das Schöne, im Sommer hat eigentlich keiner Lust, bei 30 Grad in so ein geschlossenes Zelt zu gehen. Genau, richtig, ja. Und da haben wir uns gedacht, hey, das muss doch irgendwie möglich sein, das Ganze auch im Sommer genießen zu können. Ja. Und deswegen haben wir diesen Panoramamodus hier gemacht. Seit wann gibt es das Zelt? Ist das ganz neu oder ist genau, das ist ganz neu auf dem Markt gekommen. Also mit Beginn der CMT, also letzten Samstag, haben wir das Dachzelt in der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze eben im Endkundenmarkt zu vermarkten. Das Ganze genau, wir haben mittlerweile in ganz Europa irgendwie, weiß ich nicht, 37 Händler. Wir sind mittlerweile auch in den USA vertreten. Aber jetzt kommt alles Stück für Stück auf den Markt. Und für uns einfach mal sehr, sehr schön, das positive Feedback hier auf der CMT zu diesem Produkt zu bekommen. Es geht ja nicht nur darum, zu zeigen, dass es schnell geht, sondern es geht darum, zu zeigen, wie es funktioniert. Und ich denke, das ist eben das, was uns auch hier von den anderen unterscheidet, dass wir Transparenz eben an den Tag legen und damit zeigen, welche Handgriffe braucht man, weil einfach und schnell können alle sagen. Ja, ja. Aber was bedeutet denn einfach und schnell? Was für Handgriffe benötigt man denn wirklich? Ja. Und das eben wollen wir hier möglichst transparent mit einer eigenen Auf- und Abbaushow jede Stunde einmal präsentieren. Ich bin Jakob Heider. Jakob, okay, perfekt. Und wir haben das vor 4 Jahren gestartet, das Projekt, mit der eigentlichen Vision, das Dachzelt zu konstruieren, wovon wir immer geträumt haben. Ja, okay. Also ihr seid selber Camper oder fahrt gerne in die Natur? Oder? Selber Camper und aus dem Eigeninteresse. Als Studenten immer ein klassisches Faltdachzelt auf dem Dach gehabt. Ja, ja. Und dann die LKW-Planer haben wir gedacht, das kann irgendwie nicht die Lösung der Zukunft sein. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir doch vielleicht selber entwickeln. Und so kam das dann über 15 Prototypen, über die erste Serie, bis wir jetzt in den Markt gegangen sind und das weltweit vermarkten. Ja. Sam, du kannst die Zeit stoppen. Ja. 3, 2, 1, go! Und wie liegen sie? Wir sind bei 10 Sekunden, 11, 12 und es sieht doch super aus. Wir nähern uns dem fertigen Zustand schon fast. Ja. Bisschen Stoff an der Seite reinstecken, dann auf der anderen Seite die Laschen zumachen und als letztes kommt der Deckel. Genau, und das machen die Jungs auch richtig gut. Wir sind bei, jetzt sind wir bei 29 Sekunden und es waren 29, 9. Krass. Das
voller Aluminiumkoffer hier. Das heißt, alles aus, also technisch gesprochen, alles eigene Strangpressprofile. Okay. Du kannst hier noch Dachgepäckträger oben drauf bauen. Das war nicht, wollte ich gerade fragen. Kann man auch was oben drauf bauen? Geht genau. Dachgepäckträger kannst du drauf bauen. Du kannst Kanus und Fahrräder alles mitnehmen. Das heißt, du hast eben keine verschwendete Dachfläche. Das zeichnet unser Dach unter anderem aus. Das ist der Grund, warum das im Overlanding-Markt, also in den USA zum Beispiel, so gut ankommt, dass diese Stabilität. Du kannst da oben drauf laufen, da drauf hüpfen. Ja. Das Zelt wird immer ausgeliefert mit der Leiter im Dachzelt drin, dass man nur ein Paket hat. Aber die Praxis zeigt es, diese ganze Bettwäsche, Kopfkissen, alles im Zelt lassen, ja. Die Leiter, passt das alles da rein? Das passt, jetzt gerade sind da sogar vier Kissen drin. Ah, okay. Jetzt gerade sind sogar vier Kissen drin, weil wir immer auch zeigen, transparent, da war ich eben zeigen wollen, dass es möglich ist. Dass man wirklich sagen kann, okay, könnt alle Sachen drin lassen und wir zeigen das, dass man es zuklappen kann und es ist drin. Ja, und die Leiter, genau, die kann man ebenfalls auch reintun. Oder wenn sie halt dreckig oder matschig ist, dann tun wir sie ganz gerne lieber einfach im Kofferraum. Ja. Preislich liegen über 3.500 Euro, das ist der Listenpreis. Ja. Und ja, auf der Messe haben wir natürlich immer wieder verschiedene Angebote, um das ein bisschen attraktiver zu machen als Einstieg. Aber ja, wir reisen jetzt von Messe zu Messe und durch ganz Europa. Supi, dann Dankeschön für die Präsentation. Ich danke dir auch. Dankeschön. Das ist ja mal sehr spannend gewesen. Ja, das war sehr spannend. Dankeschön. Okay, aber super. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Danke.